Herzlich willkommen in der Rumpelkammer vom Sachsenspiegel. Wir befassen uns heute mit der Leichtathletik. Genauer gesagt mit dem Hürdensprint der Damen. Vor 34 Jahren erreichte eine schlanke Sportlerin aus der DDR weltweit geachtet ihren größten sportlichen Erfolg. Karin Balzer, Tokio 1964, das waren für sie bereits die zweiten Olympischen Spiele. Die damals 26-Jährige rollte das Feld von hinten auf und gewann die 80 Meter Hürden mit hauchdünnem Vorsprung nach Zielfotoentscheid. Gold für Karin, der erste Olympiasieg für die DDR-Leichtathleten. Frankfurt war die Heimat der vielseitigen Athletin. Das Hürdenass schaffte im Weitsprung respektable 6,20 Meter und im 200-Meter-Sprint 23,4 Sekunden. Großen Anteil daran hatte ihr Ehemann und Trainer Karl-Heinz. Mexiko 68, 4 Jahre nach ihrem Olympiasieg, war Karin wieder vorn. Als Fahnenträgerin führte sie die DDR-Mannschaft in die Olympische Arena. Die Siegerfanfaren aber galten diesmal anderen. Karin Balzer hatte schon immer mit den geringen Abständen auf der Hürden-Sprintstrecke zu kämpfen gehabt. Sie wurde Fünfte. Nach Mexiko 68 wollte eigentlich Karin Balzer mit dem Hürdenlaufen aufhören und auf die 200 Meter flach wechseln. Aber gerade da entschied der Leichtathletik-Weltverband, den 80 Meter Hürden-Sprint auf 100 Meter zu verlängern. So blieb Karin bei ihrer großen Liebe mit Erfolg. Denn 1969 und 1971 war sie Europas Schnellste. Karins insgesamt dritter Europameistertitel beeindruckte die ganze Republik. Die 33-Jährige wurde 1971 zur Sportlerin des Jahres gewählt. Ein Grund mehr, doch noch ein Jahr dran zu hängen. München 72. Bei ihren vierten Spielen holte das unverwüstliche Hürdenass hinter Annelie Erhardt, die Weltrekord lief, noch einmal Bronze. Abschließender Höhepunkt einer fast 20-jährigen Karriere. In der deutschen Leichtathletik spielte der Hürdensprint zu allen Zeiten, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, eine dominierende Rolle. Namen wie Birkemeier, Balzer, Erhardt, Klier, Siebeck oder Munkelt sind unvergessen. Und seit kurzem ist auch der Name Balzer wieder im Gespräch. Karin Balzer ist auch heute in den Leichtathletikstadien immer noch Stammgast. Der Grund? Sohnemann Falk, natürlich ein Hürdensprinter. Der 24-Jährige kennt die Erfolge seiner Mutter nur vom Hörensagen. Wenn ich das sehe, was sie damals gemacht hat, unter welchen Umständen sie auch gerannt ist, bin ich stolz darauf, ne? Dass das also meine Mutter gepackt hat, so zu rennen. Andere brauchen dazu was anderes halt, um so zu rennen, und sie, bei ihr ging es so. Und das zeigt eigentlich auch irgendwie den Punkt, dass ich eben darum hingehend das Vertrauen habe, dass sie es auch mit mir irgendwo fertig bringen. Vor 2 Wochen lief Falk in Chemnitz persönliche Bestzeit. 13,24 Sekunden und das im direkten Duell gegen Weltrekordler Colin Jackson. Mit diesem Saisoneinstand war natürlich auch Trainerin und Mutter Karin zufrieden. Das Erfolgsrezept stammt noch aus ihrer aktiven Zeit. Ich möchte so sagen, in dem Augenblick, wo ein Sportler zufrieden ist, ist es besser, er hört auf. Ja? Ich muss immer kritisch rangehen, wenn man sich auch über jeden Erfolg freut. Aber es gibt immer noch etwas zu verbessern. Ne? Und solange das ist, hat man auch immer noch wieder ein Ziel vor Augen. Im nächsten Jahr will Falk der Weltspitze noch ein Stück näher auf den Pelz rücken. Der Endlauf über 110 Meter Hürden bei Olympia 2000 in Sydney. Das ist das große Ziel der Familie Balzer. Die herzlichsten Geburtstagsgrüße gehen jetzt aus der Rumpelkammer nach Chemnitz. Karin Balzer ist heute 60 geworden. Rank, schlank, gesund. Möge das noch lange so bleiben. Wie immer verabschiedet sich mit allen.